ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und Bajur. Herzlich willkommen zu dieser Folge von «Ernsthafte Gespräche». Heute bin ich hier mit Anina von Falkenstein. Hallo zusammen. Anina, du bist Grossrätin von der LDP. Du bist Chief People and Culture Officer beim Vitus und Mitglied in der Geschäftsleitung dort. Und 27 Jahre alt und kommst du aus Basel, oder? Das ist alles korrekt, genau. Gut. Super. Ja, mega toll bist du da. Ich habe also erste Frage, wo ich glaube nicht davon wegkomme, wenn man die Namen hört. Anina von Falkenstein. Von Falkenstein ist in Basel ein bekannter Name. Man sagt immer der von Falkenstein Einmann-Clan in der Politik, in der LDP. Wie sehr regt es dich auf, wenn du immer auf das angesprochen wirst? Als erstes danke, dass ich da sein darf. Du hast noch die Einladung angesprochen. Jo, von Falkenstein Einmann-Clan. Tatsächlich hat sich das irgendwie so ein bisschen einbürgert, dass man uns immer wieder mal als Clan bezeichnet. Ich glaube, wo das erste Mal aufgekommen ist, hat es mich ein bisschen aufgeregt, weil ich wie so ein bisschen einfach darüber hinweg bin, dass man das ständig ansprechen muss. Schlussendlich sind alle Personen in meiner Familie, die ein politisches Amt haben oder eins anstreben, grundsätzlich einfach sehr engagierte Bürgerinnen und Bürger von Basel, setzen sich ein für sowohl für die Bevölkerung in diesem Kanton und die, die ein Amt haben, sind demokratisch gewählt worden. Und wenn man in andere Branchen schaut, dann gibt es sehr viele Juristenfamilien, Handwerksbetriebe, die von Generation zu Generation weitergehen, Ärztefamilien. Also ich glaube, es ist einfach oft so, dass sich die nachkommenden Generationen sehr interessieren für das, was schon gemacht wird in der Familie und darum in eine gleiche Richtung gehen oder in eine ähnliche. Und warum soll das in der Politik anders sein? Es ist zwar ein Milizsystem, gewisse machen es auch als Beruf bei mir in der Familie, aber das Interesse ist uns einfach ja, eigentlich mitgegeben worden, seit wir auf der Welt sind und es interessiert uns. Und ja, alle anderen haben auch noch andere Sachen, die sie machen im Leben, außer Politik. Aber was wir gemeinsam haben, ist, wir engagieren uns gern. Und wir haben halt einige von uns eine Pöstchen, wo wir dafür gewählt worden sind. Das heisst, es stört es dich jetzt, darauf angesprochen zu werden? Also so, weil ich habe das Gefühl, du kommst nicht an einem Interview vorbei, ohne dass das irgendwie zum Thema gemacht wird. Es stört mich nicht, weil es ist nicht, wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben nicht irgendwie das System überlistet oder ansonsten trickst. Wir sind einfach ehrlich gewählt von der Bevölkerung. Und mein Bruder hat das vor kurzem so schön gesagt, um gerade auf die Familie schon zu sprechen kommen. Das ist eigentlich das schärfste HR von der ganzen Welt, weil man wird nicht rekrutiert aufgrund von irgendeiner Eignung, sondern man braucht einfach genügend Stimmen. Da hilft der Name sicher, ja. Yeah. Aber es ist nicht so, dass irgendjemand von uns auf der faulen Haut wird liegen und irgendwie die Lorbeeren von der Familie einfach geniessen. Gar nicht, im Gegenteil. Manchmal habe ich das Gefühl, ich arbeite fast härter als andere oder einmal, ich muss mir selber vielleicht wie manchmal noch ein bisschen mehr beweisen als andere in der Politik, das versuchen, dass ich am richtigen Ort bin und dass es legitim ist, dass ich das auch machen darf, weil ich eben nicht möchte, dass ich unbedingt nur in den Fußstapfen von meinen Eltern gesehen wird, sondern dass ich auch meinen eigenen Weg gehe. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das auch gesehen wird. Und ich glaube, mit dem setze ich mich sehr häufig auseinander. Fühlst du dich das reduziert auf den Namen? Nein, ich fühle mich nicht reduziert auf den Namen. Gar nicht. Gerade weil ich sehr schnell akzeptiert worden bin und das Gefühl habe, ich bin auch sehr auf Augenhöhe am Diskutieren, auch mit Personen, die schon viel mehr politische Erfahrung haben, die schon länger am System teilnehmen. Darum, nein, also ich bin sehr zufrieden, wie es läuft bis jetzt und ich mache es auch sehr gern. Okay. Also eben, es ist eh einfach ein Dauerbrenner-Thema irgendwie, wenn man mit... Ja, also ich habe in der ersten Folge von diesem Podcast schon Benjamin von Falkenstein als Gast gesehen. Ich bin nur ein bisschen beleidigt, dass ich erst jetzt dran komme. Nein, Spaß. dann habe ich ihn eben auch auf die Sache angesprochen und es ist, ich habe das Gefühl, man kommt eben einfach nicht so wirklich dran vorbei. Aber ich beharre jetzt trotzdem, auch wenn ich jetzt schon gross darüber geredet habe, dass man irgendwie auch über andere Sachen reden könnte, trotzdem noch kurz bei deinem Thema. Und zwar eben, was mich auch wundern nimmt, ich habe das Gefühl, wenn man so... Also, es ist grundsätzlich bei Familie so. Also ich meine, es ist nicht nur mehr, weil, also auf deine Familie bezogen oder so, aber dir ist es vielleicht ein bisschen im öffentlichen Licht klarer, so, was die Person erreicht haben. Würdest du so stolz mitnehmen auf deine Familie? Also, fühlst du dich stolz aufgrund von der Errungenschaften von der anderen? Das ist jetzt noch eine gute Frage. Haben wir das noch nie so überlegt? Also, ich muss sagen, ich bin stolz, zu einer Familie zu gehören, wo alle sich wirklich einsetzen und engagieren, sehr viel davon auch ehrenamtlich, weil sie daran glauben, dass das etwas bringt, dass das etwas bewegt, dass das viel Gutes schaffen kann. Das ist auch ein Vorbild, das ich eigentlich so von verschiedenen Leuten in der Familie kriege und das ich auch dem nacheifere.
weil ich das Gefühl habe, gerade eben freiwillige, ehrenamtliche Arbeit ist ein sehr grosser Teil, der zum Wohlergehen von unserer Bevölkerung beitragen würde. Ich finde auch, viele, die jetzt ein Amt haben in meiner Familie, machen das gut. Sie machen auch immer wieder Fehler, das gehört auch dazu. Aber sie stehen auch dazu, auch so, wie ich das wahrnehme in der Familie. Und wir hören auch alle ein bisschen aufeinander. Und das finde ich auch schön, dass wir einen Erfahrungsaustausch haben. Es geht nicht darum, was schaffe ich, was du noch nicht geschafft hast, und sich gegenseitig zu übertrumpfen. Sondern es ist auch sehr viel konstruktiver Austausch und dass man zusammen Ideen wälzt. Und das finde ich schön. So, also ich glaube, es ist ein Stolz auf meine Familie, wie auch andere Familien wahrscheinlich stolz aufeinander sind. Mhm. Es ist nicht so, dass ich denke, yes, voll irgendwie am Puls von der Macht, geil, weiter so, gar nicht. Also es ist einfach, ich finde es toll, wie alle mitmachen, aber ich bin zum Beispiel auch stolz auf meine Halbschwester, die gar nicht mit der Politik am Hut haben will, weil auch sie geht ihren Weg, auch sie macht tolle Sachen. Also es hat jetzt überhaupt nicht mit der Politik zu tun, sondern es ist einfach, weil ich meine Familie gerne habe und so, dass ich es gut finde, was sie machen, und wenn ich mal etwas nicht so gut finde, dann sage ich es auch. Was sind so Sachen, die du nicht so gut findest? Gerade denkt, Mist, jetzt habe ich ihn auf das draufgelöst. Jo, es ist gerade schwierig, dir ein Beispiel zu bringen. Im Moment kommt mir, glaube ich, gerade nicht in den Sinn. Was ist etwas, was ich nicht so gut finde? Etwas, wo ich immer wieder mal damit konfrontiert werde, wo viele Leute mir sagen, dass ich es nicht gut finde, ist zum Beispiel, dass mein Vater damals als Regierung so die Hitzefrei abgeschafft hat. Und zwar mehr aus dem Grund, dass die Leute eben nicht draussen sind, wenn es so heiß ist, die jungen Leute, dass es keine Betreuungsprobleme gibt und so weiter und so fort. Aber was halt wie niemand mitbekommen hat, ist, dass man eigentlich dann sollte ein bisschen ruhigeres Programm in der Schule machen, wenn es so heiß ist und nicht sagen, jetzt fangen wir 10 neue Kapitel an und ihr müsst jetzt auch voll mitbieten. Dort, das ist so zum Beispiel etwas, wo ich denke, jo, wäre schon nice, sich frei zu haben, wenn ich mal in die Schule gegangen bin, wenn es so heiß ist. Yes. So, das ist vielleicht ein Beispiel, das weit lang her ist, so, aber das wäre zum Beispiel etwas, wo ich denke, jo, hätte man auch anders machen können. Mhm. Ja, das sehe ich, ja. Vor allem, gut, jetzt ist es nicht mehr so heiß, aber ja, I see that. Es ist gerade spannend, wie du das ansprichst. Ist dein Vater Erziehungsdepartement-Vorsteher gewesen, wo du in der Schule gewesen bist? Ja, genau, mein Vater hat auch mein Maturzeugnis unterschrieben. Wie fühlt sich das an? Ich weiss noch, in der Primar einmal mit zwei Freundinnen haben wir irgendwie am Wochenende abgemacht gehabt, und ich bin vielleicht in der zweiten und die anderen in der dritten. Dann haben wir gedacht, jetzt machen wir einen Streich und schreiben einen Brief, dass sie jetzt keine Hausaufgaben mehr geben dürfen. Und wir haben den ähnlich unterschrieben und dann haben meine Primarlehrerinnen, die mir gut gesinnt waren, ich bin ja gerne in die Schule, gesagt, so etwas darfst du im Fall auf keinen Fall machen, weil das ist ja etwas, was die anderen nicht irgendwie haben. Und ich habe gedacht, jo, könnte mir jetzt auch leicht nehmen, vor allem, weil ich nie auch nur irgendwie probiert hat, das auszunutzen, dass mein Vater halt der oberste Vorsteher oder Vorgesetzte ist von meinen Lehrpersonen. Von dem her, das ist eigentlich der einzige Moment gewesen, wo ich einfach noch ein Kind war. Und nachher, ja, ich weiß nicht, ich bin immer gerne in der Schule, ich bin jetzt nie die Revoluzerin gewesen, die gesagt hat, das Schulsystem müssen wir gross ändern oder auf den Kopf stellen. Ich bin auch gut ausgekommen mit den Lehrpersonen und klar haben andere manchmal gesagt, ja, alle Lehrpersonen haben sie gern, weil halt der oberste Chef ihr Vater ist. Aber auch dort konnte ich das eigentlich recht gut sachlich können einordnen, weil es nicht so gewesen ist. Also ich habe das Gefühl, ich habe eine Schulzeit genossen wie alle anderen. Ich habe mich auch in der Schule immer gerne engagiert und klar ist es sicher etwas gewesen, was die meisten Lehrpersonen gewusst haben und im Kopf gehabt haben, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das gut genug können differenzieren können, dass sie mich jetzt nicht bevorzugt hätten. Und ja, ich meine, auch bei Prüfungen oder Tests, es ist einfach auch sachlich bewertet und ich glaube jetzt nicht, dass sie dort irgendwie mehr hätten können, mehr Punkte geben, mir bessere Noten geben oder irgendetwas. Ja, also ich schätze das sehr neutral ein. Okay, aber eben, ich kann mir es eben so, dass ja, also das hätte ich nicht so irgendwie so zu sagen, dass du bessere Noten bekommst oder so, aber so, dass es irgendwie so komisch ist, dass wenn du mit Leuten zuhörst, wo die vorgesetzt die Person von denen, bist du halt wie enger verbunden als sie und das ist noch, finde ich noch irgendwie. Also, wobei die Distanz von einem Schüler, von einer Schülerin bis zum Vorsteher vom ED ist dann doch ziemlich viel Level dazwischen. Das ist wahr. Ich habe einmal in meiner Schulzeit glaube ich, haben Leute aus unserer Klasse eine Mail an Konrad in Kramer geschrieben, wo es Corona-Lockdown gesehen sind und wir so gesehen sind, wieso kommuniziert niemand mit uns, was los ist und so, weil irgendwie niemand gewusst hat, was jetzt eigentlich passiert. Und dann sind unsere Lehrer von denen das auch nicht gewusst, Schulleiter von denen das auch nicht gewusst, dann haben wir so gesagt, okay, schreibe jetzt
Aber es ist das einzige Mal, wo man dann zu tun hat, wirklich mit diesen Personen so aus der Natur 4. Ja, und das wäre sicher etwas gewesen, wo ich dann quasi als Schülerin in den Ausstand treten wäre. Also, wenn es das ja gibt, so offiziell. Aber also, das ist mir immer bewusst gewesen. Auch je nachdem, wo ich mir mal überlegt habe, ins Schülerinnenparlament zu gehen, was ich dann aber nicht gemacht habe, dass es Themen gäbe, die wo wahrscheinlich, wenn man direkt würde, vorstellig werden beim ED, dass ich dann dort nicht zwingend an vorderster Front dabei wäre oder halt gar nicht. Macht Sinn, ja. Ich unterbreche die Folge ganz kurz. Wir bei Bonjour haben nämlich einen neuen Podcast, den wir euch vorstellen wollen. Ich bin Livia und das ist Marilène. Eine Geschichte über Flucht, nationale Identität und Macht und Widerstand in Kriegszeiten. Die Marilène. Ein 8-jähriges Mädchen aus Neuwil, das an diesem Tag auf einem Wagen mit ungewissem Ziel klettert und die Evakuierung und alles, was näher kommt, selber miterlebt. Wir sind dann 3 Tage lang im Zug. Wir haben nicht gewusst, wo man ankommt. Mehr als 80 Jahre später wohnt sie immer noch im gleichen Dorf und nimmt uns mit auf ihre Reise von dann. Sie haben uns empfangen zu Milhäusen mit kleinen Fähnchen. Haben wir schon kleine Fähnchen bekommen, Deutsche. Und dann haben wir schon ein deutsches Lied singen. Am 1.9. geht es los und du kannst dann hören, direkt auf waschhoch.ch. Es gibt eine neue Folge jeden Freitag, diesen September. Ich freue mich. Und jetzt zurück zu ernsthaften Gesprächen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen vom Thema Familie weg. Ja. Was haltest du von einer Erbschaftssteuer? Also es gibt ja schon eine Erbschaftssteuer. Im Rahmen, was die gibt, finde ich sie gut. finde nicht, dass man die ausbauen muss. Okay. So. Auch wenn du, jetzt macht der Bogen trotzdem mit einer grossen Ankündigung vom Familienthema wegzugehen. Wenn du hast ja vorher gesagt, eben, du hast jetzt das Gefühl gehabt, du hast mehr, oder du machst dir selber Druck, mehr zu arbeiten wegen dem Namen von der Familie und so. Und dass es dort so das Gefühl hat, dass Erbschaftssteuer ja eigentlich etwas ist, was andere für einen geschafft haben und du eigentlich nicht damit zu tun hast. Also gut, jetzt haben wir Erbschaftssteuer auf einen Erfahrungsschatz, den man weiterbekommt von der Familie. Ja, man bekommt ja auch Geld. Das hilft einem weiter im Leben. Also, ich weiss nicht, ich lebe jetzt mein Leben nicht in der Annahme, dass ich irgendwann mega viel Geld erbe und will mich darum zurücklehnen. Und, also, ja, ich sehe schon den Punkt, dass es gewisse Leute gibt, die keine Finger rühren, weil sie wissen, irgendwann kriegen sie Millionen, wenn nicht Milliarden weiter. Finde ich eine schwierige Einstellung. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das so ein grosser Teil ist von der Bevölkerung, der darum richtig System lahmlegt, weil sie nicht dazu beitragen, weil sie einfach nur aufs Geld warten, dass man dort müsste verschärfen. Ich meine, ja, klar ist das ungerecht, wenn man das Leben lang nichts macht und dann mega viel Geld erbt. Aber es ist nicht so, dass das 100'000 Menschen sind, wo das so geht. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute arbeiten für ihr Geld und die ihr Lebensunterhalt bestreiten. Und ich habe gerade vor kurzem in einem Artikel gelesen, die meisten erben, nachdem sie 60 gewesen sind. Also, ja, ich finde jetzt nicht, dass das etwas ist, wo die aktive, erwerbstätige Bevölkerung gross wird lahmlegen. Und ich finde es auch nicht in so drastischem Ausmaß vorhanden, dass es ungerecht ist. Also, so wie es jetzt ist, finde ich es gut, ich würde es nicht ändern. Okay, voll. Gut, denken wir weiter. Ich habe auf etwas anderes ansprechen, muss ich es heben. Aufs Politische. Nachher gehen wir noch zu nicht-politischen Themen. Aber zu Pizza. Zu Pizza, ja. Sehr gut. Das Pizza ist immer gut. Steht noch auf dem Programm. Wir können die Fahne mitbringen und meine aufhängen hinten dran. Das wäre lustig gewesen. Vielleicht hättest du eine Lampe mit deiner Chefin bekommen. Vielleicht, aber es wäre sicherlich lustig gewesen. Nächstes Mal. Nächstes Mal, ja, genau. du bist schon bei Bonjour mal interviewt worden, 2021, als wir, also ich bin dort noch nicht dort gesehen, aber den jüngsten neuen Grossratsmitglieder vorgestellt haben, so ein bisschen dort. Hast du gesagt, du willst herausfinden, was deine Stammthemen sind in der Politik? Ich habe jetzt gerade vorher über Steuerthemen angesprochen. Es muss nicht sein, dass du dich mit dem wirklich hart befasst, aber als Politiker muss man eh immer irgendwie zu allem Auskunft geben. Was sind jetzt deine Stammthemen? Hast du das schon herausgefunden in den letzten 2 Jahren? Das ist lustig, weil ich es irgendwie noch nicht herausgefunden, aber ich gehe nächste Woche an ein Speed-Dating von der Migrantinnen-Session organisiert, was okay. Darum geht, der Austausch von Migranten und Migrantinnen mit
politisierenden Personen. Und dort steht drin, dass meine Stammthemen offenbar Nachhaltigkeit und Bildung sind, was für mich auch neu ist. Aber ich habe gedacht, mega cool, jemand hat das schon für mich gemacht. ich glaube, ich habe meine Stammthemen noch nicht so gefunden. Ich bin an sehr viel interessiert. Ich höre auch sehr gerne zu, wo irgendwie der Schuh drückt oder wo vielleicht einfach am System etwas nicht ganz fertig gedacht ist. Bildung finde ich sicher wichtig. Nachhaltigkeit ist mir auch wichtig, vor allem eben, wie sie so gestaltet werden, dass es für alle Personen stimmt, zum Mitziehen, dass wir wirklich alle an Bord haben und nicht gewisse gegen uns kehren. Aber es sind auch kleine alltägliche Sachen, wo ich manchmal das Gefühl habe, okay, da müssen wir vielleicht etwas machen. Eine Idee, die ich noch habe, die ich schon mit zwei herschiebe, zum Umsetzen ist zum Beispiel, ja, es hat immer wieder Scherben am Boden. Und wenn ich mit dem Velo fahre, dann finde ich es nicht mega toll. Oder jetzt die letzte Woche, wo man viel in Flipflops unterwegs war, weil es einfach heiss ist, denke ich auch, ja, könnte man doch nicht echt mal nachfragen, ob es ein Meldetool geben kann. Also es ist wirklich zwischen Alltag und Abstrakterem, wo ich mich befinde. Aber eigentlich immer so, dass es doch einen Mehrwert hat. Aber jetzt wirklich das in Themen zusammenfassen, das kann ich noch nicht. Und ich bin auch gar nicht so schlüssig, ob man Stammthemen braucht. Oder okay, ob es auch okay ist, sich in verschiedenen Feldern zu bewegen. Weil Vielfältigkeit ist etwas, was mich auszeichnet, was ich spannend finde. Mhm. Und jetzt, momentan bin ich noch so frisch dabei in der Politik, dass ich mich einfach nur nicht so möchte, allzu fest in irgendetwas reinsteigern und dann bin ich am Schluss nur noch in diesen Themen unterwegs. Okay, also du hast voll immer noch die Vielfalt und immer noch die Augen und Ohren offen. So noch. Aber Bildung, also... Oder dann sagst du zuerst, was du sagen jetzt gerade. Ja, also ich habe immer noch Augen und Ohren offen. Das möchte ich auch offen behalten, falls ich mal Stammthemen hätte. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Politik, dass man auch einfach die Ohren offen behaltet und statt immer selber zu schwätzen, auch einfach vor allem zuhört. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen bewusster, dass ich sage, vielleicht muss ich gar nicht zwingend Stammthemen haben oder vielleicht kommen sie auch erst. So, mhm. Also das ist so ein bisschen der aktuelle Stand. Ja, okay. Ich wollte übrigens noch nachfragen, ob ja. Baschur vor der nächsten Wahl du mal nochmal nachfassen und quasi Episode 2 machen möchte von uns jungen Politikerinnen und Politikern. Das wäre doch noch spannend auf die nächsten Wahlen hin, um zu schauen, was ist da rausgekommen bei den Youngsters. Ein bisschen Boomer-Wort, Youngsters. Schon ein bisschen leer. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Ich finde das eine gute Idee. Ich finde es blöd, dass ich mich selber auf die Idee gekommen bin, wenn ich schon das für meine Recherche gebraucht habe. Aber... Bitte gern geschehen. Danke für jetzt habe ich ein paar verschiedene Sachen. Aber zuerst will ich einfach wegen der Stammthemen noch sagen, lieber kurz bei den Themen. Ne? Du sitzt schon im Grossen Rot, sitzt mir so in Kommissionen. Und das ist ja auch naheliegend, dass es irgendwie Kommissionen sind, wo vielleicht, wenn es ein Stammthema hat, dass man so in denen sitzt. Du sitzt in der Begnadigungskommission, in der Wirtschafts- und Abgabekommission, in der Disziplinarkommission, oder? Korrekt. Wieso hast du dir die langweilige ausgesucht? Ist das Fragetechnik? Provozieren Sie zu interviewende Person? Hey, es ist alles andere als langweilig. Also ich muss sagen, ich war vorhin noch in der Petitionskommission und dort wird einem ganz sicher nicht langweilig, weil ja jeder Mensch, egal ob volljährig oder nicht, ob Schweizer, Schweizerin oder nicht, kann eine Petition einreichen. Also dort kommt der ganze kunterbunte Strauss an Anliegen, von einer Person, was will, bis zu 2000 Leuten, was wollen. Das mache ich unterdessen nicht mehr, aber es war spannend gewesen. Und jetzt muss ich sagen, Wirtschafts- und Abgabekommission ist sehr spannend. Da geht es um Steuerfragen, um Basel als Standort oder der Kanton Basel-Stadt als Standort für Firmen, für Wirtschaftstätigkeit, was ein riesig wichtiges Thema ist für uns, einfach weil dort her auch der ganze Überschuss eigentlich kommt, den wir Jahr für Jahr haben in der Jahresrechnung. Sprich, wie man das reglementieren, wie man die Einnahmen gestaltet, ist wahnsinnig spannend. Wir haben dort Geschäfte gehabt über die Personenschifffahrt, also drei Schiffe, die wir haben, bis zur MCH Group, die Messe in Basel, wo recht debattiert gewesen ist, über das Steuerpaket, das wir darüber geschwätzt haben, OECD. Das sind vielleicht nicht die attraktivsten Themen, wie man sich ein bisschen einschaffen muss, aber sie sind sehr, sehr spannend und auch unglaublich wichtig für unseren Kanton. Und ich muss sagen, das ist jetzt für mich der Zeitpunkt, als ich in die Kommission kam, das war vor anderthalb Jahren, hat so richtig Feuer und Flamme mehr werden, weil es einfach wirklich ein bisschen tiefere Geschäfte sind als bei der Petitionskommission, wo die Themenvielfalt gross ist, aber man geht nicht unglaublich tief. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. So.
Und dann, wenn ich gerade zur nächsten Kommission sage, Disziplinarkommission, das ist langweilig, weil wir nie Sitzungen haben, weil wir keine Disziplinarfälle haben. Mhm. Wenn es gäbe, dann gingen die meistens auch direkt zur Staatsanwaltschaft. Hoffen wir, es gibt keine, dass alle ihren Job als Politikerin und Politiker gut machen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und vor allem das Gewissen ist da wichtig. Auch, dass es rein ist. Und die Begnadigungskommission ist auch sehr spannend, weil da geht es jeweils um Einzelschicksal, wo ein Gesuch auf Begnadigung von der Strophe, die sie bekommen haben, stellen, wo es je nachdem um psychisch vorbelastete Personen geht, um Personen, die sich unterdessen geändert haben, die eine ganze Existenz würden verlieren, wenn sie die Strophe müssten absitzen. Also das sind sehr ernste Themen, die einem wirklich auch aufzeigen, wie schnell man die Negativspirale eigentlich runtersausen kann, wenn irgendetwas Kleines im Leben sich verändert und nicht richtig aufgefangen werden kann. Mhm. Also dort sind wir auf einer sehr individuellen Basis, die wirklich von Fall zu Fall ist und auch die Vertraulichkeit riesig ist von den Akten, die man bekommt, sehr tief im Justizsystem auch drin. Und eben die Wirtschafts- und Abgabekommission, dort ist sehr zahlenbasiert, faktisch, Zusammenhänge und so weiter und so fort. Also zwei Gegensätze, die, ich weiß nicht, findest du immer noch langweilig? Ich find's spannender, jetzt, wo du es erklärt hast. Ich habe es mir einfach vorher kurz angeschaut und so gesehen, das sind einfach alles so langweilige Wörter. Was fändest denn du für eine spannende Kommission? Na, das ist eine gute Frage. Finanzkommission, Geschäftsprüfungskommission, okay, okay. Bildungs- und Kulturkommission. Geschäftsprüfungskommission könnte ich mir noch interessant vorstellen, weil es ist ja so aufsichtsmässig ein bisschen. Mhm. Kannst du wieder auf die Finger datschen? Ich habe das Gefühl, das ist so Oberaufsicht, Finanzkommission und Geschäftsprüfungskommission. Ja, aber sonst ist ja, ich glaube, das, was man einfach viel hört, ist sowas, was in wie heißt die? Ach Gott. UVEC, ist das? UVEC, ja. Umwelt- und Verkehrskommission. Ja. Das irgendwie, weil das immer Thema ist. Mhm. Oder? Ja, das ist halt ein grosses Thema bei uns im Kanton, ja. Also Verkehrsführung und Umwelt. Vor allem Verkehrsführung ist bei uns halt ein grosses Thema, wie wir so klein sind. Ich meine, 37 Quadratkilometer. Und dann musst du noch neben Strassen haben. Und dann, man sieht so direkt, was rauskommt. Oder ich habe das Gefühl, es ist wie so handgreiflicher von den Ergebnissen. Deswegen vielleicht spannender. Ja, kann sein, ja. Und ich meine, jeder nervt sich ab und zu über eine Baustelle, die wir haben, und das meiste darauf geht zurück zur UVEC oder auch zur Bau- und Raumplanungskommission. Dort geht schon auch viel durch, wenn es um Gestaltung vom Stadtbild und so weiter und so fort anbelangt. Ja, weil es eben so Wirtschaft, also eben, es ist jetzt so, es ist sicherlich, ich habe es nicht irgendwie despektierlich gemeint, ich kann es nochmal so. Ich finde es super und denn das ich muss ja in den Kommissionen sitzen. Ich ja nicht. Aber es ist eigentlich eine gute Frage zur Begnadigungskommission. Wie du gesagt hast, es ist sehr vertraulich, macht ja auch Sinn. Wie viel dürftest du über so Fälle erzählen? Also normalerweise ist es in einer Kommission so, dass wir in der Kommission beraten. Je nachdem kommen verschiedene Personen aus dem Departement, was betrifft, dazu, um uns ein bisschen klarer die Sachlage darstellen. Und in der Begnadigungskommission ist das nicht so, da kriegen wir die ganzen Fallakten, die zu einem Urteil führen und den Antrag auf Begnadigung von der betroffenen Person oder von der verurteilten Person. Und dann müssen wir uns darauf vorbereiten, besprechen das in der Sitzung und dann gibt es einen Bericht, aber der Bericht wird nicht öffentlich gemacht. Okay. Die meisten Kommissionsberichte werden dann quasi anonymisiert, dass nicht entsteht, Anina von Falkenstein wehrt sich und findet bla bla bla, sondern das ist dann einfach wirklich anonymisierter Bericht und normalerweise ist der öffentlich. Also du oder die Medien oder irgendjemand kann den anschauen online. Und bei der Begnadigungskommission kriegen nur die Kommissionsmitglieder den Bericht vertraulich zugeschickt und müssen dann den mündlich den Fraktionen eigentlich überliefern, damit die Fraktion sich auch eine Meinung machen kann zum Geschäft. So, aber ja, also ich darf dann nicht den Namen sagen oder das Alter sagen oder die Herkunft, aber man kann kurz so zusammenstellen, was ist passiert und wieso ist der Antrag gestellt worden und was ist das Fazit von der Kommission und sagen, ich empfehle, dass die LDP-Fraktion dem folgt oder eben nicht. Also. Aber das heisst, jetzt gegen Nusse kannst du eigentlich nicht, du kannst nicht mehr erzählen, als du jetzt vorher gesagt hast. Nein. Voll. Okay. Das ist auch oft ein bisschen das Problem, weil ich tue ja viel auf Instagram berichte oder probiere Politik ein bisschen zugänglicher zu machen. Und bei den Kommissionen denke ich dann einfach oft, ich kann gar nicht so viel sagen. Ich kann es dann bringen, wenn der Bericht dann draussen ist und ein bisschen probieren zu beleuchten oder vielleicht sagen, was ein Knackpunkt gewesen ist, aber auch noch in einem sehr andeutenden Rahmen, weil man einfach das Kommissionsgeheimnis nicht verletzen sollte. Bis sonst habe ich dann eine Disziplinarkommissionssitzung. Sehr gut. Sehr schöne Bogen gespannt. Voll. Nochmal zurück zum Format, wo du vorher eben von Baschow, Jung und Neu im Grossen Rot, hast du gesagt, dass
du politisiert worden bist von der Kantonsfusion. Korrekt. Jetzt, ich will meine Frage vorher wiederholen, aber ist das nicht auch so ein bisschen so ein langweiliges Politisierungsereignis? Also so wenn ich jetzt an so, ich weiß auch nicht, was bei mir das erste Ereignis ist, ich denke, ah, Politik, wow, wichtig und interessant, aber so Kantonsfusion. Jo, also ich glaube, so das mit den Meinungen machen, das habe ich einfach irgendwann angefangen, weil halt meine Eltern, wenn sie uns Kinder so übergeben haben fürs Wochenende, wo wir beim Vater verbracht haben und dann wieder zurückgekommen sind zur Mutter, immer über Politik geredet haben, weil sie halt sind jeher irgendwie beide in der LDP sind. Aber mit der Kantonsvision habe ich zuerst ein bisschen gedacht, boah, was wäre mir, wenn irgendwie die ganzen Ländler zu uns gehören? Mhm. Mega fies, weil ich irgendwie so leichte Aversionen gegenüber das Baselbiet hatte. Es hat mich immer ein bisschen genervt, dass irgendwie der, der in Hinterduggingen wohnt, sagt, ja, ich komme von Basel. Und ich denke, wenn man die Dialekte los, dann hört man, dass du nicht von Basel kommst. Okay. aber die Kaff kennt man halt nicht. Keine Ahnung, ob es Hinterduggingen gibt im Baselbiet, by the way. Geografie ist nicht so mein Forte. aber das ist so ein bisschen mein Bild gewesen. So, ja, was wären wir mit den ganzen Kirsibäumen? Nützt uns doch nichts. Und dann aber ist wie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das gleichzeitig in meiner Ausbildung oder in der Schulzeit so ein Thema war, oder ob wir es dort mal genauer angeschaut haben, oder ob ich mir eingelesen habe, einfach so die ganzen Synergien, die man nutzen kann. Mhm. Dass man dann vielleicht ja, halt irgendwie nur noch ein Departement braucht, wo ein Drittel mehr Mitarbeitende braucht, aber dafür irgendwie doppelt so viele Leute dort bedienen. Oder dass man halt eben Verwaltungen zusammenlegen kann, dass man plötzlich mehr Möglichkeiten hat, wenn man mehr Fläche hat, dass man auch der Service Public irgendwie das Angebot kann ausbauen, weil halt wie mehr Steuergelder zur Verfügung stehen und dann eben so ein bisschen in eine Skalenökonomie rein kann gehen, die man kann nutzen kann. Das habe ich dann gedacht, doch, das macht eigentlich schon Sinn. Man hat vielleicht plötzlich auch mehr Einfluss in Bern. Das ist jetzt aktuell wieder ein grosses Thema, was auf Bundesratswahlen zugeht. So, also ich glaube, das sind so ein bisschen zwischen irgendwie erstem Eindruck und Meinung und Stempel aufdrucken, was eben die Kirsibäume und Hinterdruckungen wären, zu was es eigentlich bringt und wirklich die Fakten anschauen und auseinandernehmen. Voll. Ah, okay, das jetzt macht und das ist ja oft voll. Ein bisschen das. So das Persönliche, der erste Eindruck, das Stigma. Und dann schlussendlich, was bringt es wirklich, was sind die Fakten, dass man das auseinanderhaltet und anschaut. Und ich denke noch oft, ich gehe mit dem ersten Eindruck in eine Fraktionssitzung und komme mit dem anderen wieder raus. Und das möchte ich eigentlich auch ein bisschen beibehalten, weil ich glaube, genau dort passiert Politik zwischen dem ersten Eindruck und dass man Meinungen auch ändern kann. Voll. Es ist eben noch, ich finde es insofern auch interessant, weil jetzt ein Kanton, also das als Beispiel ist ja nicht irgendetwas, wo dann klar in eine politische Strömung hineingeht oder so, wenn jetzt eben, wenn man politisiert worden ist, weil Fridays for Future Demo auf einmal alle darüber geredet haben, setzt sich doch mit Klimawandel auseinander und denkst so, wow, okay, das ist so etwas, wo so klar in eine Richtung geht. Ich falle jetzt kein gutes anderes Beispiel ein. Aber wie ist das für dich denn gesehen? Also, dass du dich dadurch entschieden hast, also nicht, ich meine, entschieden ist natürlich, es geht natürlich über längere Zeit, aber wieder so ein Ereignis, wenn du sagst, das ist so politisierend gewesen, zu dieser Partei geführt hat. Ja, also die Partei war halt immer schon ein bisschen naheliegend. Ja, und ich auch, wenn ich dann mal meine Eltern begleitet habe, in irgendeiner Standaktion oder an der Versammlung bin ich dann noch nicht gegangen, einfach auch Jungliberale kennengelernt. Und dann irgendwann war klar gewesen, ab 16 kann man dort mitmachen. Und dann bin ich 16 geworden und dann war eigentlich schon klar gewesen, es sind coole Leute, spannende Gespräche, ich möchte dort mitmachen. So. Also, ich weiss jetzt halt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht von Anfang an einen Bezug zur LDPK hätte. Das ist jetzt sehr schwierig zum Wegdenken. Ja, weil das hätte mich, eben, das ist natürlich eben sehr hypothetisch, aber so, es ist schon irgendwo, wenn ich mich jetzt recht zurückerinnere, probably not, sind, ja, nicht, also es ist nicht die einzige Partei gewesen, die für eine Kantonsfusion war. Aus Nein. dem Grund und so, deswegen, oder so. Ja. Also, es ist mehr, aber das ist wie so etwas gewesen, ich glaube, politisieren nicht, dass mich das dann wie aktiviert hat, sondern dass mir das wie aufgezeigt hat, dass es nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern sehr viele Graustufen dazwischen. Oder sogar den ganzen Regenbogen, je nachdem, wie man es will sehen. Also, ja, so. Das ist mehr so, wo das mit den Meinungen so hin und her und ich wirklich gemerkt habe, okay, es gibt nicht nur 0 und 1, es gibt ganz viel dazwischen. Okay, gut. Etwas, was du vorher angesprochen hast, als wir Stammthemen gegangen geredet haben, hast du gesagt, eben, du bist ja auch noch frisch in der Politik. Wirst du noch als, also du bist ja nicht junge Politikerin, du bist ja nicht wie jetzt andere im Grossen Rat von der Jungpartei drin. Wirst du so wahrgenommen als frisch, also so, oder?
Ich stelle die Frage zurück, wie nimmst du mich wahr? Als, ja, na, ist ein guter Punkt. Ja, nicht wirklich als, eben, nicht als junge Politikerin oder so. Ich glaube, ich habe mich jetzt einfach darauf eingestellt, dir Fragen zu stellen, die auch eben um die Findungssache gehen. Mhm. Dadurch, aber ich muss mich ja jetzt eben nicht mit dir über Sachen richtig spezifisch thematisch unterhalten, weil das ist nicht, ja, das ist der Punkt, oder? Weißt du, was ich meine? Also, ja, voll. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie gleichgestellt wird wie vielleicht Laurin Hopplo oder jetzt eben Anouk Feurer oder so. Voll. Wo halt wirklich vom Jung-Grünen Bündnis sind und wo je nachdem noch, also wo eigentlich beide noch in der Ausbildung sind. Also ich glaube, das macht einen rechten Unterschied. Ich stelle mir die Frage auch noch oft, weil ich habe das Gefühl, eben, ich werde nicht als Nesthäkchen kategorisiert in der Politik. Was nicht heisst, dass die Personen weniger ernst genommen werden, gar nicht. Aber ich glaube, für das ich gleich noch irgendwie die viertjüngste bin, werde ich eher so wie halt, also irgendwie wie, schwierig zu sagen, weil einfach, ja, ich glaube, ich bin einfach dabei und ich gehöre dazu und ich werde ernst genommen und nicht zwingend als jetzt irgendwie besonders extrem oder besonders fordernd oder besonders wild argumentierend, weil noch jung wahrgenommen. Ich glaube, ein grosser Unterschied ist eben auch, dass ich doch schon seit 5 Jahren in der Berufswelt bin, dass ich in einem erfolgreichen Basler KMU in der Geschäftsleitung arbeite, dass ich wie einfach ja, vielleicht beruflich nicht mehr stand, wo normalerweise Leute, die ein paar Jahre älter sind als ich, erst sind unterwegs bin und dass das wahrscheinlich auch meine Denkweise ein bisschen verändert. So. Aber ich bin auch noch nie so jung geschätzt worden, wie ich bin. Also ich werde meistens auf über 30 geschätzt. Spannend, und ich weiss nicht, ob das auch alles ein bisschen zusammenhängt. Wahrscheinlich schon. Also wie dann, wenn man älter wird, dass man vielleicht auch seriöser angeschaut wird? Ja, also eben, ich glaube nicht, dass es mit seriös und unseriös zu tun hat, aber ich glaube einfach nicht, dass ich das Auftreten habe, vor dem, was Leute im Kopf haben, wenn man Jungpolitikerin gehört. Ja, okay, voll. Mhm. Und Erfahrung in der Politik muss ja nicht jung heißen, das ist ja auch nicht unbedingt das Gleiche. Nein, also, auch nicht zwingend. Aber gleich bin ich halt bei den Bürgerlichen die Jüngste. Ja, klar. Also klar gibt es die Jungparteien, und, aber jetzt im grossen Rot bin ich bei den Bürgerlichen die Jüngste. Mhm. Und noch weiblich, was wahrscheinlich so 2 Faktoren sind, die nicht mega häufig sind bei den Bürgerlichen. Aber auch dort, also dort habe ich generell das Gefühl, wir behandeln alle plus minus gleich. Und ich brauche auch nicht eine Sonderbehandlung, weil ich noch jung bin und weil ich noch nicht so lange dabei bin. Voll. Wenn ich Hilfe brauche, dann melde ich mich und dann bekomme ich die Hilfe, wie alle anderen aber eben auch. Mhm. Voll. Gut. Dann machen wir jetzt den Bogen fertig von der Politik und kannst du den Themen wie Pizza, die wichtig sind im Leben. Sehr gut. du bist eben Chief People and Culture Officer beim Vitus, das ist, kannst du kurz erklären, was das ist? Jawohl, also das ist grundsätzlich die Geschäftsleitungsposition, die der Human Resources Bereich unter sich hat und die Unternehmenskultur. Also das heisst, die ganzen Einstellungen, Austritt, Lohnzahlungen, Schulungsprogramm, Unternehmenskultur, Team-Event voll. Und so weiter und so fort. Voll, okay. Und du bist das geworden, also deine Ausbildung, du bist ja der Hotelschule, wie heisst das? An der Hotelfachschule in Lausanne. Fachschule. Bin ich gesehen, voll. Genau. Was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, ist, dass du bist ja dokumentiert worden, auch vom SRF verfolgt worden. Korrekt. Das habe ich nicht gewusst im Vorhinein. Und ich muss gestern nicht alles angeschaut, weil es sind irgendwie 5 Folgen auf 45 Minuten, das ist richtig viel Stoff gesehen. Gut, nicht alles um mich, muss man dazu sagen. Ja, ja. Ich habe gedacht, bevor ich überall versuche, irgendeine Szene rauszuholen, lass ich es einfach. Aber ich habe einen irgendwie Ausschnitt auf Social Media gesehen dazu, wo du gesagt hast, du willst dort abschließen mit einer Auszeichnung oder so. Hast du das geschafft? Ja, ich habe mit einem 5,53-Schnitt abgeschlossen und bin die 6. Beste von 300 gewesen. Würdest du dich als Streberin bezeichnen? Ja, also ich bin immer gerne in der Schule, ich habe gerne studiert. Ich habe auch oft relativ gute Noten gehabt. Es ist mir einfach leicht gefallen. Und ich habe lange gedacht, okay, Streberin ist mega negativ konnotiert, aber ich glaube, ich bin einfach begeisterungsfähig für vieles und es hat mir zugesagt. Und das System Schule, du hörst zu im Unterricht, du lernst etwas und dann kannst du viele Punkte machen. Dann habe ich so gedacht, so, yay, voll irgendwie absehbar, mache ich gern. Gut. Darum, ja, wahrscheinlich bin ich eine Streberin und ich bin ein bisschen Nerd, aber unterdessen habe ich auch kein Problem mehr damit. Mhm. Ich
ich sehe es nicht mehr als negativ behafteten Begriff. Ich muss aber auch sagen, in dieser Dokumentation sind sie, glaube ich, froh gewesen, dass wenigstens jemand so mit der Schule Gas geben wollte und haben mich sehr fest in diese Ecke gedrückt. Und ich weiss zum Beispiel auch, meine jetzigen Arbeitskolleginnen haben das geschaut, bevor ich bei Vito arbeite, und haben gesagt, ui, die ist aber mega perfektionistisch und ganz genau passt die echt schon rein. Da ist noch mit unstrukturiert im Wachstum und so. Und es ist nie ein Problem gewesen, weil ich bin nicht völlig pingelig oder nur auf Leistung fokussiert. Es gibt noch sehr viel mehr im Leben. Voll. Okay, ich habe eben so, ich habe eben nur den kurzen Ausschnitt gesehen und bin auch so gesehen, dass ich voll so eine Eindruck. Ich glaube, da bin ich recht schnell, aber es ist halt auch eben so klischee. Aber ein anderer Teil von der Dokumentation hat einen mit der Faust die Tür eingeschlagen und ich glaube, sie haben mich ein bisschen den Ruf von der Schule noch retten. Okay, ja. Würdest du in Frustsituationen auch eine Tür einschlagen? Nein. Wieso nicht? Weil Frust bei mir vor allem im Kopf sitzt und ich den durch irgendwie destruktives Verhalten, durch Gewalt nicht abbauen kann. Okay. Wenn, dann würde ich eher gehen spazieren, gehen joggen, Yoga machen, mit einer Freundin telefonieren, was auch immer, oder halt einfach mal ruhig und gefrustet rumsitzen, aber nicht irgendwie andere oder andere Sachen in Mitleidenschaft ziehen. Ich glaube, das bringt nichts. Okay. Oder für mich bringt das nichts. Ja, das ist individuell. Willst du eine Tür einschlagen? Ich glaube, könnte ich eine Tür einschlagen vielleicht. Ich glaube, ich hätte jetzt viel Angst, dass nachher meine Hand mehr weh macht. Das wäre jetzt so, wenn es, wenn ich wüsste, es sind so wie so in weiß nicht, ich bin noch nie wirklich in Amerika gesagt, jetzt sehen wir immer die Wand, wo so praktisch aus Pappmasche ist und in den Schlagkasten das Schloch so vielleicht. Vielleicht. Aber ich würde... Das ist dann auch nicht wirklich eine Leistung. Eben, das wäre nicht so, ich habe etwas, also ich will da ein Loch in die Wand schlagen. Von dem her, ja, wahrscheinlich nicht unbedingt. Ich habe schon mal eine Tür, wir haben dort vorne eine Tür mit Glas drin, das ist nicht bei mir gesehen, aber ein Kollege, der auch eine Tür mit Glas drin, so Glasfenster, die haben mal über so ein Fenster einschlagen sehen, das ist dann auch irgendwie, weil das kannst du halt durchschlagen, aber es ist... Es macht halt auch, also da hast du halt später, es ist, aber nicht für mich. Ich glaube, es hat nicht um eine sonst Gewalt, das ist auch keine Lösung. Das stimmt, das ist eine gute Message, von der ich da vertreten kann auf diesem Podcast. Ist das die erste gute Message vor allem, die ich gesagt habe? Nein, es ist einfach so, ich weiß nicht, das ist einfach mega, so eine sehr, sehr allgemeine Message. Ja, voll, so ein bisschen losgelegt, aber hätte irgendwie etwas dran. Ja, voll. Und auf dem gleichen Ding vom Ausbildung abschließen und jetzt bist du eben, sitzt du in einer Geschäftsleitung, das macht auch nicht jeder. Würdest du sagen, du bist erfolgreich? Kriterien, die ich an mich selber stelle, wenn ich erfolgreich definiere, erfülle ich im Moment recht gut. Also ich bin zufrieden damit, wo ich stand. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie würde sagen, jeder Mensch muss das und das erreichen, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist etwas sehr Individuelles, das fängt bei jedem selber an. Und die Ziele, die ich jetzt hatte, momentan beruflich, die habe ich erreicht. Ich setze mir auch immer wieder neue Ziele, weil ich eben gerne vorankomme und gerne weitermache, gerne Neues hat, sich gerne weiterentwickelt. Aber ich bin momentan sehr zufrieden dort, wo ich stand. Und habe das Gefühl, ich habe in den letzten Jahren sehr viele Schritte gemacht, die mich weitergebracht haben, die mich auch sehr herausgefordert haben, wo ich auch immer wieder sehr beschäftigt damit gesehen bin, dass ich überhaupt nachkomme mit allem, was sich verändert. Und darum, also ich habe das Gefühl, ich bin mit den Sachen, die ich mache, erfolgreich unterwegs. Aber es ist nicht so, dass ich mir jetzt gegen würde vergleichen, wo sind andere in diesem Alter schon gewesen oder wer ist noch nie in dieser Nähe, weil das sehr eine individuelle Definition ist, was ist Erfolg? Wie sagt man, gelustet es dich nicht, alte Klasse vor dein anzuschauen auf der Schule und denkst so, okay, ich habe es jetzt, ich habe es weiter geschafft als die Person, die gemein war zu mir? Oder? Nein. Nein, ich finde wie, eben, verschiedene Leute haben verschiedene Ziele und müssen sich auch mit sich selber auseinandersetzen, wo sie stehen mit diesen Zielen. Und manchmal kommen Sachen dazwischen, manchmal ändern sich auch Ziele. Aber jetzt nicht, dass ich irgendwie würde anschauen und sagen, was, du bist noch im Studium. Wenn ich jetzt einen anderen Weg gewählt hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht auch noch im Studium. Oder jemand hat das Studium gewechselt, weil ihn etwas mehr begeistert. Also, ich sehe es als grosses Privileg, dass ich immer wie gewusst habe, was der nächste Schritt ist und das dann geklappt hat. Für das bin ich mega dankbar. Weil ich denke, wenn ich mit 16 hätte überlegen müssen, welchen Beruf ich lehre, dann wäre ich vielleicht jetzt nicht nehmen, wo ich glücklich wäre und hätte es noch nicht gefunden. Also, es hat sich vieles gefügt, es hat sich vieles so ergeben.
Ich habe sicher auch viel geschafft dafür, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber es ist nicht, eben, nicht so, dass ich das Gefühl habe, andere müssten auch schon dort sein. Oder besonders stolz bin, dass ich mit 27 in einer Geschäftsleitung sitze. Okay. Du hast Ziele angesprochen. Was sind deine Ziele? Gibt es also, irgendetwas Spezifisches? Ein grosses Ziel ist, dass ich glücklich bin. Wow. Ja. Also ich finde das schon noch wichtig. Nein, es ist sehr wichtig. Ich glaube, es muss wie für mich stimmen. Es ist mein Leben und ich kann sehr viel davon entscheiden. Und wenn meine Entscheidung mich nicht glücklich machen, dann muss ich wahrscheinlich meine Entscheidung überdenken. Und ich kann mir sehr viele verschiedene Lebensumstände vorstellen, wo ich noch glücklich bin drin. Im Moment schön. Würde ich sagen, ich bin ziemlich glücklich. Mhm. Ziele, die ich noch möchte erreichen, ich würde gerne noch einen Master machen. Der Abschluss, den ich in Lausanne habe, ist ein Bachelor an einer Fachhochschule, das ist die Stufe. Ich würde gerne einen Master machen. Ich bin jetzt auch am Schauen, wie das berufsbegleitend möglich wäre. Ich habe das Gefühl, ich habe noch Wissensdurst, den ich möchte stillen. Okay. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in ein paar Jahren vielleicht irgendeine Familie habe, dann habe ich wahrscheinlich andere Prioritäten, als für meine Weiterbildung zu sorgen. Fair enough, ja. Was habe ich noch für Ziel? Ja, also im Moment ist eigentlich so ein bisschen das Ziel. Und genug Zeit haben, auch für meine Familie, meine Freundinnen, meine Freunde, Sozialleben, weil ich dazu tendiere, das manchmal ein bisschen so nebenbei noch zu machen, weil ich halt mit Politik und einem Vollzeitjob recht viel los habe im Leben. Ja. Und hast du schon Sachen gehabt, wo du denkst, das ist ein Erfolg gewesen? Denkst du, das Ziel erreicht, so ein bisschen? Ja, das ist sicher eben der Abschluss vom Studium gesehen in der Hotelfachschule Lausanne. Das ist gesehen, wo ich in meiner ersten Stelle von der Assistentin im Human Resources befördert worden bin zur stellvertretenden Leiterin. Das ist sicher gesehen, wo ich den HR-Fachausweis bestanden habe und parallel dazu Politik gestartet habe und noch Job gewechselt und darum noch Stadt gewechselt habe. Also, wo ich einfach das Jahr 2021 einigermaßen psychisch heil überstanden habe, weil so viel passiert ist dort und ich so viel irgendwie umgestellt habe und Veränderung durchlebt habe. Ja, ich glaube, auch politisch habe ich schon ein paar Erfolge können verzeichnen, wo ich nicht zwingend gewusst habe, was auf mich zukommt, nachdem ich gewählt worden bin. Wo ich das Gefühl habe, doch, ich werde akzeptiert, ich kann mich einbringen. Und das muss jetzt gar nicht zwingend irgendwie sein, dass ein Vorstoss durchkommt. Das kann auch sein, dass man in einer Kommissionsverhandlung einfach bei seiner Meinung bleibt und gewisse Sachen nicht aufgibt zugunsten von einem Kompromiss. Ich bin zwar Fan von Kompromiss, aber gewisse Prinzipien muss man beibehalten. Also es ist nicht zwingend alles nur, wo Raum und Glanz hat und man, wo gegossen toll aussieht, sondern das können auch kleine Sachen sein, die für mich einfach Erfolg sind. Ein grosser Erfolg ist zum Beispiel auch, dass Vito jetzt eine interne HR-Abteilung hat, die maßgeblich ich aufgebaut habe, zusammen mit meinem Team. Ja, das ist jetzt auch, wenn jemand Vito anschaut, denkt er, die haben HR. Aber es schaut niemand an, wer hat das aufgebaut, was ist das gesehen und so. Aber für mich ist es ein grosser Erfolg, weil ich am Anfang gedacht habe, huch, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, weiss ich nicht, ob es mir zugetraut hat. So, also ich glaube, das ist vieles, quasi, was ist meine Erwartungshaltung, was traue ich mir zu und wie kommt es schlussendlich raus, wo dann entscheidet, ob es für mich ein Erfolg ist oder nicht. Ja, gut. Du hast HR-Abteilung angesprochen. Ich finde es noch, zu deinem Job, ich finde das noch interessant. Als Human Resources, du stellst Leute ein, oder? Also, jetzt weiß ich nicht, ob du per se das noch machst, aber hast du wahrscheinlich auch schon? Ja, also ich habe eigentlich meine ganze Zeit, als ich in Bern, im Bellevue Palace, in der Hotellerie geschafft habe, jeden Tag Vorstellungsgespräche geführt und dann auch das Probeschaffen irgendwie koordiniert und so. Und jetzt tue ich auch Kaderpositionen noch mit einstellen. Und fürs Wachstum, wie du anstrebst, bin ich auch sehr mit der Rekrutierung noch, ja, konfrontiert. Was ist das Dümmste, was jemand in einem Vorstellungsgespräch machen kann? Hey, ich glaube, die Person, die Frage stellt, unterbrechen, ist recht unhöflich einfach. Ich würde die Frage zu Ende hören. Hören Sie die Mitteilung bis zum Ende und dann kann man antworten. Ich glaube, auch wenn man sich einfach nicht informiert über die Unternehmung, also über die meisten Unternehmungen findet man momentan recht viel. Und ich glaube, in ein Gespräch gehen mit der Erwartungshaltung, es klappt schon und man kriegt Zeit, etwa eine Stunde, von zwei Personen, die dort arbeiten, und sich nicht auseinandersetzt damit, um was es eigentlich geht, das ist auch ein rechter Anfängerfehler, der vor allem sehr vermeidbar ist. Und was ist, gibt es Sachen, die du speziell empfunden hast und so dich vielleicht auch positiv überrascht haben von Leuten? Also jetzt so, ich weiß nicht, was ich als Beispiel denke, oder irgendwas, was mega, jemand mega gemacht hat, was so mega crazy ist, das ist noch lustig oder so. Das hätte ich jetzt so eigentlich so ein bisschen überzeugt, oder?
was mich jetzt spezifisch immer überzeugt, ist, wenn jemand wirklich gut die Reviews lesen, die Vita hat. Oder wenn er sagt, hey, ich bin noch dort gewesen, geh essen vorher. Oder, ja, ich bin schon mal cool am Wochenende, so ein bisschen anschauen, mir ein bisschen Eindruck machen. Wenn jemand sich halt wirklich damit auseinandersetzt. Und halt nicht einfach so kann sagen, wo sind die Restaurants, sondern auch ein bisschen auf Instagram habe ich mal abgescrollt, was ist da passiert, wie gehen sie sich, wie kommt es über. Das. Ja, und ich glaube, es hat auch schon Leute gegeben, die zum Beispiel auf LinkedIn schauen, wer mein Interviewpartner und ich sind und dann so ein bisschen das gebracht haben. Das ist eben auch ein bisschen on the edge of creepy, weil ich manchmal so denke, wenn du dann all die Fakten bringst, ist es doch ein bisschen komisch. Ja. Aber im Prinzip zeigt es, dass Interesse da ist, dass Zeit investiert worden ist. So. Aber ich habe schon sehr kuriose Sachen erlebt in Vorstellungsgesprächen, wo man dann manchmal denkt, es ist gut, wenn die Person wieder geht und es wird, glaube ich, nichts. Hast du ein Beispiel? Ja, also einmal hat auch, als man mir das Interview geführt hat, dem ist das Glas umgekippt, der ist ins Glas gekommen, es ist alles über meine Unterlagen, über meine Notizen gelaufen. Und der Kandidat hat gesagt, ah, kein Problem, gar kein Problem. Und ich habe gedacht, du bist nicht mal involviert, deine Sachen sind trocken, ich habe da gerade ein riesen Mess vor mir und du sagst, es ist kein Problem. Ich glaube, das entscheide ich. So, oder irgendwie lustige Versprecher oder so. Ja, oder, ja. Yeah. Also immer wieder so kleine Anekdoten. Okay. Also einer hat mal sagen, er sei ein Entertainer und hat gesagt, ich bin ein Ententrainer. Und ich habe gedacht, ah, okay. Das klingt auch ein spannender Job, aber es ist mega spannend. Aha, nein, sorry, Entschuldigung. Ententrainer auch, ja. Nein, aber ja, sorry, auch HR, ja, Entschuldigung. Voll okay. Ich weiss nicht, wie der Alltag als Ententrainer ist, darum ich muss es probieren, um zu vergleichen. Wahrscheinlich interessant. Ich weiss nicht, wie folgsam Enten sind. Das ist schwierig, ja. Auf jeden Fall. Ja. Du bist ja eben nicht nur für People, sondern auch für Culture zuständig. Was macht man da dafür? Für Kultur? Kultur ist so eine Sache, weil man kann sie recht fest beeinflussen, aber schlussendlich ist es das, was man so zwischenmenschlich spürt. Das, was man spürt, wenn man in einen Laden reinläuft. Das, was man zum Teil spürt, wenn man in einen Raum reinkommt und denkt, huch, okay, da ist mal dicke Luft. So der bekannte Elephant in the Room, den man spürt. Ich glaube, wichtig ist, dass man Ehrlichkeit schafft und den Rahmen auch schafft. Also wir betonen oft sehr, dass wir wirklich eine Fehlerkultur haben und dass man lieber einmal zu viel etwas anspricht, was vielleicht ein bisschen in die Hosen ist, als einmal zu wenig, weil man über alles reden kann und zusammen auch Lösungen findet. Ich glaube, gerade so, eben, dass man zusammen mehr schafft als allein, ist ein grosser Punkt, wo wir auch sehr dafür sensibilisieren. Einfach einem Team auch Raum geben, um Zeit zusammen zu verbringen. Das ist etwas, wo wir jetzt am Aufschrauben sind. Das kann man immer noch mehr machen. Ein Punkt ist aber sicher auch, dass wir jetzt zum Beispiel probieren, Fluktuationen in den Griff zu bekommen oder tief zu halten. Weil je weniger Wechsel, desto weniger Aufruhr oder desto weniger Gewöhnungsbedarf, der wieder besteht. So. Und ich glaube auch einfach eine gegenseitige Wertschätzung und Dankbarkeit für die Arbeit vom anderen. Weil ich denke zum Beispiel, ich könnte meinen Job nicht machen, wenn niemand mehr Pizza verkauft, wenn niemand mehr Pizza schneidet, der Gast grüßt, dem Gast das Gefühl gibt, hey, bleib da, es ist schön, dass du da bist. Ich glaube, das darf man nie vergessen, was kommt vor einem und was kommt nach einem in dieser ganzen Wertschöpfungskette, wo man auch im Pizza-Business drin ist, schlussendlich. Voll. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt eben zum Thema Pizza. Erste Frage an dich, kriegst du Rabatt im Vitos, wenn du Pizza essen willst? All unsere Mitarbeitenden haben 50% Rabatt für sich und noch zwei Freundinnen oder Freunde oder Familie oder wer auch immer. Und seit ich in der Geschäftsleitung bin, kann ich tatsächlich gratis Pizza essen. Das klingt nach einem Job, der sich lohnt. Was ist denn deine Lieblingspizza? Ich habe sehr gerne Marinara, die einfach der Klassiker ist, mit Tomatensauce und Cherry-Tomatli und das Beste oben drauf. Voll, gut. Und jetzt gehen wir zu etwas, was ich kurz vorbereitet habe. Bin gespannt. Weil es gibt, also ich habe an der Retraite von Barschow ein bisschen Auseinandersetzung gehabt mit diversen Teammitgliedern, weil ich eine Pizza Hawaii bestellt habe. I know. Was haltest du von Pizza Hawaii? Da ein Bild. Das wird einblendet für all die, wo auf YouTube oder so. Das ist ein Bild von Pizza, das hast du von Pizza Hawaii. Also, ja. Ich rede jetzt da nicht für die Weiterschweiz AG. Das ist wichtig klarzustellen. Ich persönlich habe Pizza Hawaii gern. Ich muss aber sagen, ich esse es nicht mehr, weil es hat ja auch Schinken drauf, korrekt? Fair enough, ja. Und ich ernähre mich seit 6 Jahren vegan. Das heisst, Schinken ist für mich schon länger kein Thema mehr. Und
ja, auf vegane Pizzen Ananas drauf ist dann doch ein bisschen spezieller, aber ich habe es sehr gerne, kann ich sagen. Auch Toast Hawaii. Also ich bin Team Ananas. Aber ich weiss, dass bei uns in der Pizza-Welt ist es ein ziemliches No-Go. Mhm, okay. Aber schlussendlich ist das so, jeder soll seine Pizza so essen, wie er oder sie sie gerne hat. Ja. Weil du isst es ja für dich und für dein Wohlergehen. Das heisst, wenn du gerne Ananas hast, dann you do you. Und wenn man anderen vorschreibt, was toll ist und was nicht toll ist auf der Pizza, finde ich das, ja, ein bisschen, irgendwie ein bisschen fremdbestimmend. Nicht so liberal. Nicht so liberal, genau. Ich bin für liberale Pizza-Wahl. Denn würdest du, also das ist, du würdest jetzt sagen, du isst es nicht wegen, es hat Schenke drauf, aber so generell, wir machen jetzt also so. Wenn ich nicht vegan wäre, würde ich sie essen. Gut. Uff, nein. Nein, 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 nein. Wieso nicht? Nein, weil Kiwi ist einfach zu sauer in der Kombination mit so viel Mozzarella drunter. Noch. Das stelle ich mir jetzt ein bisschen komisch vor. Einfach der Konsistenz her, was dann im Mund hat schlussendlich. Sehe ich ähnlich. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, aber es sieht schön aus. Nein. Okay. Ich finde es nicht schön. Essiggürtel. Auch eher weniger, ehrlich gesagt. Okay, in der Grund. Auch ich weiß nicht, da sieht auch der Käse unten irgendwie so ein bisschen speziell aus. Also, ja, du kannst nicht mehr fragen und dann habe ich keine Ansprüche für Pizza schauen, aber dass man, also, oder? Hast du recht. Gewisse Standards müssen wir auch haben und ich behalte jetzt so ein bisschen Deformation professionell. Okay. Banane, das sind Bananen in Curry. Also so Curry, wie so riesig. Sagen so, Banane zu einem Gemüsecurry dazu, finde ich super fein. Je nachdem noch ein bisschen mit Ahornsirup oder so etwas. Aber jetzt auf der Pizza eher weniger. Wenn das jetzt unten ein Teig wäre und oben vielleicht eine Banane mit ein bisschen Zimt Zucker drüber, wäre es wieder etwas anderes. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Pizza drunter. Ja, voll. Okay, nein. Und dann Erbsle und Spiegel. Spiegel ist jetzt auch natürlich ein bisschen Spiegel blöd, ist aber auch ein bisschen schwierig, weil ich muss sagen, wirklich, ja, so je nach Reihe, fair. Und weniger. Aber Erbsen. So Erbsle, wieso nicht? Also ich muss sagen, ich bin eine grosse Gemüseliebhaberin von dem her. Mit einer guten Gemüsekombination haben wir meistens. Spannend. Okay, gut. Das war der Pizzateil. Sehr gut. Ich muss sagen, ich würde die meisten auch nicht essen. Ich bin voll in der Meinung. Aber Pizza ist schon gerne in dem Fall. Ja, ich gehe auch heute oben ins Vitos essen. Ah, sehr Fun gut. Fact. In welches Vito gehst du? Das wahrscheinlich das im Kleinbad. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ja. Ja, Kleinbad, ja. Voll. Gut. Gehen wir zum nächsten Teil von dem Podcast. Ja. Zum rosa Hut. Ich weiß nicht, wie sehr dir das ein Begriff ist, aber da hat es ein paar Entweder-Oder-Fragen drin, wo ich übrigens sehr mich darüber freuen würde, würde mir aber neue Vorschläge schicken, weil ich habe sie langsam satt. Du kannst dir gerne irgendwie einmal eins ziehen und dann es sind zwei Wörter drauf, wo ein Oder dazwischen steht und es geht darum, deine Gedanken dazu hören. Falls du es nicht lesen kannst, darfst du es mir geben, aber ja. Sonnen- oder Kerzenlicht? Was findest du schöner? Oder was spricht dich mehr? Sonnenlicht. Wieso? Ja, wenn ich jetzt überlege, wenn ich das eine oder das andere nicht mehr hätte, dann würde Sonnenlicht mir viel mehr fehlen als Kerzenlicht. Ich habe gerne ab und zu mal ein Candlelight-Dinner oder auch sehr gerne Kerzen an in der kälteren Jahreszeit oder an einem Sommer oben, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber Sonnenlicht, finde ich, gibt schon sehr viel Energie und man merkt auch, wenn die Sonne länger nicht scheint, denkt es mir, dass so ein bisschen der Grundgroove unter den Menschen ein bisschen abnimmt. Darum, Sonnenlicht ist schon sehr wichtig. Ja, gut. Finde ich eine gute Begründung. Grundgroove, sehr schönes Wort, muss ich sagen. Das versuche ich mir zu merken. Du darfst gerne nochmal eins ziehen, wenn du willst. Natürlich nicht. Doch, mach das schon mit. Das ist sexy. Freiheit oder Sicherheit? Wow. Also, okay. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Wie meinst du? Man kann auch sehr viel Freiheit haben und trotzdem Sicherheit. Oder meinst du jetzt so, ob ich im Leben lieber komplette Freiheit habe oder komplette Sicherheit? Du interpretieren, wie du willst. Eine philosophische Übung. Genau. Okay. Ja, also ich muss sagen, ich finde das jetzt ein bisschen schwierig. Okay, das ist auch in Ordnung. Wir müssen doch niemals zu antworten. Es gibt so viele Aspekte dazu, aber ja, das wäre so ein spannendes Thema gewesen, um irgendeinen Aufsatz schreiben darüber im Deutschunterricht. Ja. Voll. Kann nicht so gut related zu der Aussage, aber ja. Du bist der Journalist. Ja, ich habe nicht so gerne Aufsätze geschrieben, früher. Okay. Weil
wie man vielleicht da oder kennt, ich habe nicht so die schöne Schrift gehabt, man hat ja immer aus der Hand geschrieben, das heißt, ich habe immer sehr schlechte Noten bekommen. Ja. Weil meine Lehrer nicht haben können lesen, was ich geschrieben habe. Okay, das ist frustrierend. Und dann macht es auch keinen Spass mehr. Ja, verstanden. Du kannst die besten Gedanken haben, wenn sie niemand kann lesen kann. Bist du allein damit? Scheiße. Wenn sie selber nicht lesen kannst, bringt es auch nichts. Passiert das manchmal? Ja, sehr oft. Ich schreibe eigentlich fast nichts mehr auf Papier. Mhm. Also da jetzt, weil ich es ein bisschen rude finde, mit dem Laptop dort zu sitzen. Ja, das mache ich lustigerweise auch so. Ich finde, es ist ein bisschen räumliche Barriere dazwischen, wenn man den Laptop aufklappt. Plus, mega. Man hat so viele Störfaktoren dort auf ein neues E-Mail, irgendeine Nachricht sonst oder so. Finde ich immer so ein bisschen... Ja, voll. Und da habe ich jetzt versucht, mir jetzt gar einigermaßen schön zu schreiben. Aber ja, es ist so, also ich schreibe eigentlich nicht mehr mit Schrift mit Stift und Papier, trotz dass ich Journalist bin. Ja, ich schon noch viel. Also ich bin nicht Journalistin, aber ich habe da wirklich Notizbücher, das ist mein Privat und dann habe ich beim Arbeiten auch noch eins, wo immer mit mir dabei ist. Du hast wahrscheinlich auch schon Schrift. Ich kann sie lesen und ich glaube die meisten anderen, also mindestens auf der zweiten Anlauf auch. Das ist wirklich, also solange du es selber lesen kannst, jo. Ist alles. Ist noch safe. Ja. Willst du noch mal eins ziehen, so als Abschluss und dann können wir zum nächsten Punkt gehen? Ja. Also, da haben wir Piercing oder Tattoo? Wieso? Ich habe lieber anderen Schmuck als ein Piercing. Und ein Piercing ist ja auch eine Art Schmuck. Und ich finde, Tattoo ist ein inneres Kunstwerk. Also, okay. So. Und ich glaube jetzt nicht, dass man festlegen könnte auf ein Piercing, weil ich einfach auch sehr gerne Schmuck wechsle. So, also ich habe gerne mal ein Fingerring oder andere Ohrringe oder so. Das ist für mich noch... so ein grosser Freiheitsteil rund ums Outfit, das man aussucht, wie man sich anlegt. Mit dem kann ich auch so ein bisschen steuern an gewissen Tagen, wo irgendwie Politik ist, aber gleichzeitig auch Pizza-Business und dann irgendwie noch ein Ehrenamt oder so, was so wie ein bisschen alles andere Anforderungen hat an das Outfit. Und mit dem kann ich dann wie so der smart, casual, aber gleich noch schick genug für irgendetwas Politisches oder so steuern. Und ich glaube, Piercing würde mich da ein bisschen fest einschränken. Okay. Okay, spannend. Aber eben, du hast selber Ohrring, sind das nicht auch Piercing auf eine Art... Jo, also in dem Fall, ja, wenn du das als Piercing siehst, jo, dann in dem Fall, du. Aber nicht so eine, wie heisst das, eine Helix oder so? Nein. Tattoos hast du, darfst du das sagen? Eins, ja. Ja. Glauben die meisten Leute nicht, dass ich ein Tattoo habe, aber ich habe eins. Aber wenn man es nicht sieht, dann ist es auch nicht, also wieso würde man es denn glauben? Also. Jo, also es ist bewusst auch an einem Ort, wo auch ich es nicht immer sehe. Okay. Aber ja, ich habe ein kleines. Praktisch. Auch meine genug versteckt. Das ist eben, wenn es dann mal einen schicken Anlass gibt, wo vielleicht, also nicht, dass Tattoos nicht schick wäre, aber so Leute mit Vorurteil trifft, dass man sie verstecken kann. Jo, mir geht es gar nicht zwingend um die Vorurteile. Also, es hat mehr Bedeutung für mich, als dass es jetzt etwas ist, was ich gegen aussen zur Schau stelle. Auch schön. Ja? Ja, nein, das finde ich, das ist eigentlich the way to go. Ja. Gut. Gehen wir zum letzten Teil von diesem Podcast. Die vier abschließende Fragen, die ich allen Gästen stelle. Vielleicht hast du dich vorbereitet, du hast ja ein paar Notizen da. Ich habe mich vorbereitet. Was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen? Ich glaube, das ist einerseits, dass die Gesellschaft am Alteren ist. Also, wenn wir mehr ältere Leute haben und dass dort wieder Ansprüche nochmal anders werden und auch der Bedarf an Pflege, aber auch an soziale Zuwendung, an Nähe, wo man sich nicht so gewöhnt ist bis jetzt, da werden wir uns sicher darauf einstellen. Ich habe das Gefühl, durch aktuelle Tendenzen sind Sozialpartnerschaften, also so ein bisschen zwischen Deals zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern ein bisschen in Gefahr, was ich schade finde, weil ich arbeite in einer Branche, die einen Gesamtarbeitsvertrag hat und wenn verschiedene Gesetze versuchen, die Gesamtarbeitsverträge auszuhebeln, dann finde ich das schade, weil eigentlich das ein bewährtes System ist und wir halt vielleicht lieber an dem ein bisschen schrauben müssen, wenn es nicht mehr so passt, als es einfach zum Gehen. Ich habe das Gefühl, dass als wie mehr die Leute so ein bisschen Angst haben, ihren eigenen Standpunkt zu verlieren und darum lieber reden, als zuzuhören und so Kompromisse gefördert sind. Und ich habe das Gefühl, Kompromisse bringen uns weiter. Ist aber auch mehr so ein bisschen Beobachtung, wo ich einfach also aus den letzten Jahren vielleicht auch noch ein bisschen mehr, seit ich in der Politik bin. Ja, und ich glaube, mit dem Klimawandel haben wir auch ein recht grosses Problem, wo man nicht wegradieren kann, wo wir wirklich alle in der Pflicht sind, etwas zu machen und am besten bei uns selber anfangen. Voll. Gut. Gehen wir zur nächsten Frage. Yes. Was ist ein Ereignis aus deinem Leben, aus dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn es andere auch davon hören,
dass sie Autos lernen könnten. Doch, ja. Ich glaube, das war es, als ich mir vorgestellt habe, als ich meinen Selektionstag hatte an der École Hôtelière de Lausanne. Das ist ja so gesehen, dass wir dort angegangen nach so gewissen Vorselektionstests, wo man sich bewerben muss. Und dort ist man dann eigentlich durch verschiedene Prozedere durchgelaufen, unter anderem auch ein Interview, wo man bisher erklären, warum man dort studieren möchte. Und das hat alles auf Englisch stattgefunden. Man hat gewusst, sie nehmen jemanden von 3 oder jemanden von 4, je nachdem, wie viele Bewerbungen sie haben. Und ich bin dort 18 gewesen. Nein, ich war sogar noch 17 gewesen, und bin so zum ersten Mal den ganzen Tag irgendwie so on my own gewesen, habe gewusst, ich muss mega performen. Und dann hat die Studentin, die meine Gruppe betreut hat, hat gesagt, als Vorbereitung aufs Interview, hat sie gesagt, you can say anything as long as you back it up. Also du kannst sagen, was du willst, solange du sagst, wieso du das findest und es begründen. Und dieser Satz hat sich mir mega eingeprägt, weil ich finde, das nimmt einem mega viel Nervosität weg, weil deine Meinung, die hast du ja eigentlich, wenn du dich vorbereitet hast. Du weißt, was du sagen willst, du weißt, für was du stehst, du weißt, welche Werte du hast. Und du musst dich nicht verstellen, du kannst es so sagen, wie es ist, aber wenn du sagst, warum du es so findest, dann zeigst du, dass du nicht einfach irgendwie probierst, jemandem zu gefallen oder dass du nicht irgendwie einfach ein Fähnchen im Wind bist. Und das hilft mir unterdessen mega, das zusammen so ein bisschen mit der Einsicht noch irgendwie, man kann fast alles sagen, es kommt einfach darauf an, in welchem Ton. Und ich glaube, die zwei Punkte haben mir bis jetzt recht weit gebracht, weil es mir einfach auch immer wieder hilft, Nervosität wegzunehmen in verschiedenen Situationen, die mich nervös machen. Bist du oft nervös? Nicht so oft, ehrlich gesagt, nein. Also weniger als früher. Ja, okay. Voll. Ja, aber ich habe gerne Menschen und wenn man gerne Menschen hat, dann kommt es meistens irgendwie gut und ich kann wirklich auch gut über mich selber lachen und das ist auch wichtig. Dann kann es nicht so schlimm werden. Gut, dann auf dem Thema vom Lernen eigentlich. Was willst du noch gerne lernen? Ganz, ganz viel. Ich will vor allem nie aufhören zu lernen. Ich lerne mega gern. Ich bin neugierig. Ich kann mich für verschiedenste Themen begeistern. Ich glaube, das ist wirklich Begeisterungsfähigkeit. Das ist ein grosses Wort für mich. Ich habe auch Sachen aufgeschrieben. Ich möchte sicher mich so politisch und geschäftlich noch ein bisschen mehr in die Finanzwelt einfuchsen. So, was ist quasi finanziell gesund und was ist finanziell gefährdend? Und dort mich weiterbilden, das wäre sicher auch ein Thema, das ich für einen Master dann würde angehen, wenn ich gesagt habe. Ich möchte Italienisch besser lernen, ich verstand sehr viel, aber ich rede sehr bubidi-babidi-mässig und das ist nicht so gut verständlich manchmal. Ich mache gerne Yoga und würde dort gerne ein bisschen tiefer eintauchen. Ich würde mich gerne irgendwann weiterbilden im Bereich Erwachsenenbildung, weil ich eben es wichtig finde, dass man motivierende Personen hat, die einem aufzeigen, hey, hör nie auf zu lernen, es gibt noch so viel. Gerade auch in puncto Altersarbeitslosigkeit und alternde Gesellschaft. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben auch Erwachsenen immer wieder Lust macht zu lernen und da attraktive Angebote kann gestalten. Und ich könnte mir auch vorstellen, eines Tages vielleicht irgendetwas selber zu dozieren. Ich weiß nicht, was ich jemandem beibringen könnte, aber ich glaube, so das Überbringen würde mir noch liegen. Mega gut vorbereitet gewesen. Jo, das ist mit dem Lehren, das ist auch so ein Leidenschaftsthema, das ist nicht so schwierig gewesen. Ja, es sind richtig viele, ich weiß gar nicht, ich kann gar nichts wirklich anknüpfen, es ist gerade so, das ist artig gewesen. Gut, und was ist die abschließende Frage, wie würdest du gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Als ein Mensch, der nicht immer alles so auf die schwere Schulter genommen hat, also jemand, der über sich selber hat können lachen, der offen war, der zugelassen hat, der aber auch unterstützend hat können sein. Also ich habe das Gefühl, ich strahle so ein bisschen aus, dass man auf mich zugehört kann, dass ich zulasse, dass ich keine Rotschläge gebe. Klar habe ich noch nicht so viel Lebenserfahrung, weil ich noch jung bin, aber ich glaube, die Erfahrung, die ich habe, die kann ich auch irgendwie gut einordnen und gut weitergeben. Ja, und einfach als jemand, der offene Ohren hat und ja, was Spass gemacht hat, Zeit mit dieser Person zu verbringen und wo auch gute Werte hat, was ernst meint mit jemandem und wo ja, irgendwie so offen ist zum Zuhören und zum Zeit verbringen und eben vor allem auch, wo über sich selber lachen kann und nicht irgendwie das Gewicht von der ganzen Welt auf den Schultern trägt. Das ist mir sehr wichtig. Weil wenn ich nicht mehr über mich selber lachen könnte, dann weiss ich nicht, wo ich hin würde, aber ich glaube, dann wäre etwas sehr, sehr schief. Gut. Dann gibt es noch irgendetwas, wo du ZuschauerInnen, ZuhörerInnen auf den Weg geben willst? Nein, ich habe es mega cool gefunden, dort zu sein. Was ich mir da überlegt habe in den Vorbereitungen ist, ob irgendwann jemand mal ein ernsthaftes Gespräch mit dir durchführen würde. Ich fände es sehr spannend, mal von dir so einen Zusammenzug zu hören, was alles du schon gehört hast und was du mitgenommen hast aus deinem Podcast. Danke. Ja, ob das mal geplant ist?
Ich habe es mir mal überlegt für die 100. Folge, wo ja jetzt schon passiert ist. Aber ich habe ein Problem damit, auf meinem eigenen Format es auf mich zu drehen, weil ich finde, das Twitter ist schon so ein bisschen, oh mein Gott, look at me, I am so interesting. Weil ich finde so, wenn jetzt irgendjemand mich anfragt und sagt, hey, ich will mal mit dir schwätzen und so, keine Ahnung, das ist voll kein Problem. Ich rede eigentlich wirklich auch sehr gerne über mich selber. Don't we all? Ja. Aber ich finde so, der Drei, dass es ich entscheide jetzt, es ist auch spannend, mir zuzuhören. Weil ich entscheide ein bisschen, wer ich einlade, dass es eigentlich Leute sind, von denen ich gerne hören würde. Mhm. Mal eine Stunde lang schwätzen würde mit ihnen. Das heisst nicht, dass es immer gleich interessant ist. Es gibt auch Folgen, wo ich Gespräche, wo ich dann nachher so bin, das ist jetzt passiert. Und so, es ist nie schlecht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht, aber es ist wie einfach, wenn die Erwartungshaltung anders ist. Aber ich würde mich ein bisschen weird fühlen, zu sagen, ja, ich bin interessant genug, dass ich mehr Stunden lang, dass du mehr Stunden lang zuhören sollst. Ja. Obwohl ich das vielleicht schon auch denke, aber so, es ist so die umkehrende Rolle finde ich weird. Okay. Aber ich bin sehr offen, falls mal jemand mit mir reden will, eine Stunde. Ich fände es spannend. Dankeschön. Sehr gern geschehen. Und auch ehrlich gemeint. Dann, damit danke dir vielmals fürs Dahinkommen und die Folge mit aufzunehmen. Es hat sehr Spass gemacht. Gleichfalls. Und danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Liket, abonniert, kommentiert doch bitte. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field, Musik Noah Stritt.